dass das sehr professionell organisiert ist, habt ihr ja schon gemerkt, indem manche schon um 13 Uhr vor der Tür gestanden haben, weil wir da so komische Zahlen hatten. Auf der Karte steht Apfelwein, den wir selbst gemacht haben, der steht bei mir im Keller. Also diese ganzen kleinen Unwägbarkeiten, die hoffe ich, dass ihr die uns verzeiht. Und ja, die Partei für Gesundheitsforschung, da wollte eigentlich der Georg Dietrich kommen. Und wie wichtig eigentlich die Gesundheit ist, merkt man, er hat 4 Stents gesetzt bekommen und kann jetzt nicht kommen, wobei er uns am Anfang auch schon viel geholfen und mitgemacht hat. Er hat sich also unwahrscheinlich darauf gefreut, aber ich bin froh, dass er da einen Vertreter geschickt hat, dass wir auch diesen Aspekt hier beleuchten können. Unsere Demokratie, sagen wir mal, die wird ja massiv, sagen wir mal, von Lobbyisten und Populisten angegriffen. Und jetzt gefährdet ja sogar Wahlen. Wahlen gefährden ja jetzt sogar auch schon die Demokratie. Und da gibt es sogar ein Buch gegen Wahlen, wo also jemand schreibt, zur Demokratiestärkung müssen wir gegen Wahlen sein, indem er quasi ein Los- und Wahlverfahren macht. Und dessen Belgier, David, den Nachnamen kann ich nicht aussprechen, Ronge, also irgendwie so belgisch, und das anhand von der Republik in Venedig, die 500 Jahre bestanden hat mit einem Los-Wahlverfahren, eigentlich ganz, ganz toll beschrieben. Und ja, das ist die Frage, was ist eigentlich die Stärke von der deutschen Demokratie? Und ich sage mal, die Stärke von der deutschen Demokratie, das sind jetzt nicht die Parteien. Das sind meiner Meinung nach, die deutsche Demokratie ist eigentlich sehr stark durch diese NGOs. Die NGOs, die es wirklich immer mal wieder Gelegenheiten reinbringen, Gedanken reinbringen, Leute auf die Straße bringen. Wenn wir jetzt diese Wiederdemonstration sind von 25.000 in Berlin, welche Partei schafft das? Und jetzt sage ich, die NGOs sind klasse und was machen wir? Wir gründen eine Partei. Und trotzdem ist es richtig, dass wir eine Partei gründen und dass wir uns einbringen. Und deswegen sind wir hier versammelt. Wir sind jetzt also alle noch nicht so relevant, weil wir noch nicht über den 5% sind. Wir haben draußen Offenbacher Bier. Das ist auch nicht über 5%, ist aber auch trotzdem ziemlich relevant. Und damit will ich jetzt an den Markus übergeben, der wird jetzt hier alles machen. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass er das macht, denn ich glaube, er hat es im Griff und er hat es besser im Griff als ich. Ja, danke Helge. Mein Name ist Markus Schenk, gerne Markus einfach. Quartiersmanager in Offenbach, selber politisch aktiv, aber freue mich hier auf den Nachmittag. Es ist ein Nachmittag, so ungewohnt, nicht zu den Tag, den Abend, den Nachmittag. Ich sehe aber, keine Partei drückt sich hier in die erste Reihe. Frage ich mich, ist das bezeichnend? Und dann haben wir einen Gast von der SPD und der sitzt ganz vorne. Noch vorne oder noch SPD? Man könnte jetzt natürlich ketzerisch sagen, die SPD wird demnächst Teil dieser Gruppe sein, aber das sage ich jetzt nicht. Ja, ich freue mich sehr auf den Nachmittag. Ich habe ganz bewusst mich nicht vorher hingesetzt und über alle Parteien was nachgelesen, weil ich möchte vollkommen unvoreingenommen machen. Natürlich kenne ich einige Parteien. Helge kenne ich persönlich sehr gut. Ich habe auch 2 Parteien, die hier anwesend sind, schon gewählt. Aber ich möchte versuchen, wirklich euer Moderator zu sein. Das heißt, ich bin wirklich außen vor. Ich achte auf Zeitlimits und da bin ich sehr strikt. Jede Partei bekommt das Zeitlimit gleich 5 Minuten, sich vorzustellen. Es gibt auch keinen so von wegen, ich brauche nur noch einen Satz. 5 Minuten sind 5 Minuten. Ich gebe dann so eine halbe Minute vorher nochmal Zeichen, 30 Sekunden. Jeder, der schon mal 5 Minuten frei geredet hat, weiß, wie verdammt lang das sein kann. Aber jeder, der gerne redet, weiß auch, wie verdammt kurz das sein kann. Dementsprechend achte ich darauf und wie gesagt, eine halbe Minute vorher gebe ich dann ein Zeichen. Und um keine etwaigen Sachen, Herr Holzfing, warum sind die als erstes oder warum hat der den letzten Platz? Und da wir als letztes präsentieren, wird das Ganze verlost. Und ich habe eine Liste hier mit den Gruppen. Ich bin nicht mehr der Jüngste, deswegen die Jüngeren unter euch lernen das auch irgendwann. Deswegen gehe ich hier nach dem Alphabet und bitte jeden, dann seine Nummer hier rauszuziehen. Dann bitte ich nach vorne Bündnis C. Okay. Okay.
Also wir vom Bündnis C sind ein Zusammenschluss von Christen, die sich in der Politik engagieren. Auf Grundlage der Bibel und den daraus resultierenden Werten und Regeln möchten wir ein Miteinander gestalten, das jedem den größtmöglichen Freiraum lässt und trotzdem eine verbindliche Gemeinschaft mit Familie und Gesellschaft dann eben fördert. Wahlmöglichkeiten soll es also nicht nur theoretisch geben, wie das jetzt so ist, sondern die sollen wirklich auch praktisch ausgestaltet werden. Beispiel Flüchtlingspolitik. Ich habe da jetzt mal so ein paar Sachen rausgegriffen, mir aufgeschrieben. Selbstverständlich sollen Verfolgte hier im Land Schutz und Aufnahme finden, gar keine Frage. Wir betrachten diese Menschen als unsere Gäste, aber es ist nicht ungehörig, wenn man Gästen dann also auch sagt, hier passt auf Leute, wir haben hier im Land gewisse Regeln, gewisse Traditionen, gewisse Werte und an die haltet ihr euch bitte. Das heißt natürlich auch für uns, dass wir relativ früh, wenn die Leute hier sind, denen diese Traditionen, diese Werte dann auch irgendwo nahe bringen können. Wer damit nicht konform gehen kann, gut, der kann ja auch gerne wieder gehen, das ist ja auch kein Problem. Beispiel Natur und Umwelt. Unsere Nahrungsmittel sind also relativ frei mittlerweile von Nachhaltigkeit, von Natürlichkeit oder auch von Ethik irgendwo. Oder wie soll das gehen, dass irgendein Konzern in Afrika Wasserquellen aufkauft, nur damit wir hier in Europa ein ganz tolles Wasser kriegen? Das kann es nicht sein. Wenn ich Natur richtig benutzen möchte, wie sie Gott mir gegeben hat, dann muss ich zwar darüber herrschen, aber muss liebevoll mit ihr umgehen. Das heißt, hier wohnt das Menschenwohl. Das heißt ganz klar auch, dass ich natürliche Nahrungsmittel nur von artgerechten Tieren oder von einem ökologischen oder irgendwo einem sinnvollen Landbau eben bekommen kann und dass eben die Nahrungsmittel auch vielleicht besser regional verwaltet werden. Weil das Problem ist, mit dieser Konzernmacht, sie macht uns nicht wirklich freier, sondern sie bringt uns mehr und mehr in die Abhängigkeit dieser Konzerne, was nicht unbedingt das Leben einfacher macht. Beispiel Familie vielleicht noch. Die Familie, es ist ja so, dass wir also uns relativ früh teilweise unsere Kinder in der Betreuung geben, staatlich gelenkt zum Teil. Das ist aber nicht unbedingt jedermanns Ding. Und wir möchten, dass Familie wirklich frei entscheiden kann, dass man unabhängig von der persönlichen finanziellen Ausstattung, sage ich jetzt mal, entscheiden kann, will ich mein Kind zu Hause erziehen, möchte ich mein Kind vom ersten oder von 8 Wochen an in die Schule bringen, weil wenn ich ein Volk haben möchte, das bindungsfähig ist, das wirklich auch stabil ist, dann muss ich die Familie fördern, weil dort die Keimzelle der Gesellschaft ist. Für uns von Bündnis C steht der Mensch im Mittelpunkt, ganz klar. Der Mensch in seiner Gesamtheit aus Leib, Seele und Geist, also nicht jetzt als, was weiß ich, Human Capital oder als Konsument oder wie er aufgeteilt wird mittlerweile, sondern eben als Gesamtheit. Und wir möchten die Eigenverantwortung stärken, wir möchten... Ja, wir haben einfach die Utopie, dass ein freierer, eigenverantwortlicher Mensch einfach gesünder und glücklicher lebt und dass das auch eine gesündere, stabilere Gesellschaft gibt. Da gibt es jetzt noch ganz, ganz viele Punkte, Steuerrecht oder EU-Recht oder was weiß ich. Dazu ist einfach die Zeit zu knapp, aber wir haben hinten Material liegen, könnt ihr einfach gucken. Unsere Vision ist wirklich eine Gesellschaft, die ja, dem Schwachen hilft, wo der Starke dem Schwachen hilft, und wo keiner immer schwach ist und wo keiner immer stark ist, sondern wo das also auch mal wechseln kann. Das waren jetzt knapp 4 Minuten. Wer kürzer ist, wunderbar. Ja. Wir filmen es dabei. War das in Ordnung, dass das gefilmt werden darf? Oder sollen wir es löschen? Weil das habe ich eben vergessen. Ja. Muss ich durch. Genau. Wenn jemand es nicht möchte, partout gefilmt zu werden, das dient nicht zur Veröffentlichung oder im Netz oder so einfach, sondern hier zur Dokumentation. Bitte melden, dann wird das natürlich auch nicht geschehen. Die nächste Partei ist die Partei, ich sage es nochmal, die Partei Menschliche Welt. Was sind das? 5 Minuten haben Sie. Wer kürzer macht, ich brauche viel, gerne. Viel weniger. Gerne. Also ich brauche viel weniger, weil ich absoluter Laie bin. Ich bewundere die Menschen, die frei reden können. Ich bin noch leider sehr in der Vorbereitung
Übergangsphase. Wir sind noch bemüht, Zulassungen für die Wahlen zu bekommen. Also ich bin jetzt nicht der inhaltliche Redenschwinger, sondern mehr der an der Straße steht und Unterstützerunterschriften fragt. Also die menschliche Welt ist ein Zusammenschluss von Menschen, die für das Wohl und Glücklichsein aller Menschen ausgerichtet ist, die nicht unterscheidet zwischen den guten, leistungsfähigen Menschen, den Alten, die jetzt nicht mehr wert sind für die Gesellschaft, sondern wir sehen die Gesellschaft als eins, eine menschliche Gesellschaft, das ist für uns die Inspiration und in dieser Richtung wollen wir wirken. Wir wollen uns einsetzen, stark für Frieden statt den Krieg, zu den Problemen, die wir sehen, die der Gesellschaft gegeben sind und an so einem einfachen Beispiel, Krieg oder Frieden, sieht man, wie die Menschheit im Grunde kurz vor dem Abgrund ist und trotzdem nicht vernunftgeleitet das tut, was es eigentlich tun sollte, sich von Interessen leitet, von sich in der Art und Weise bewegt, wie es eigentlich nicht so ist. Vernunftorientiert, vernunftmäßig handeln, ist was anderes, aber die Gegebenheiten sind leider so, wie sie sind und dagegen wollen wir wirken. Es ist zwar Minderheiten hier unter 5%, aber für mich zählt jeder Beitrag etwas. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können mich gerne weiterhin ansprechen. Ich bin persönlich vielleicht noch ein bisschen nicht so aufgeregt wie jetzt. Ja. Und wer uns unterstützen möchte mit Unterstützerunterschriften, ist auch herzlich willkommen. Ja, das war mein Thema. Es wird ein kurzer Nachmittag, wenn wir so weitermachen. Aber bei dem nächsten bin ich mir sicher, das kann länger dauern. Da muss ich bestimmt einschreiten, weil jetzt kommt die Piratenpartei Hessen. Ach, das machst du. Ja, danke schön, Markus. Ich freue mich total, dass so viele Leute gekommen sind, so viele Parteien mitmachen, muss ich nochmal sagen. Die Piratenpartei hat viel zu sagen, aber ich versuche trotzdem unter 5 Minuten zu bleiben. Also die Piratenpartei wurde 2006 gegründet, weil sich die Welt ändert. Die Welt ändert sich, weil neue Technologien, neue gesellschaftliches Zusammenleben ermöglichen. Und da gibt es Chancen und Risiken. Und wir glauben, dass die etablierten Parteien sich zu wenig darum kümmern. Wir wollen uns speziell um eine Politik kümmern, die die Zukunft gestaltet, und zwar mit Transparenz, Teilhabe und Freiheit. Auf die drei Aspekte gehe ich jetzt genauer ein. Also was meinen wir mit Transparenz? Die Regierenden mauscheln viel in Hinterzimmern und der mündige Bürger, der wählen soll, weiß nicht genau, was die Hintergründe sind und wird stattdessen mit Parolen abgespeist. Wir wollen eine Informationsfreiheit, die es ermöglicht, Hintergründe zu verstehen, also ein Informationsfreiheitsgesetz, was die Regierenden verpflichtet, alle Hintergrundinfos ins Internet zu stellen oder auf Verlangen zugänglich zu machen, damit man in der Lage ist, sich eine qualifizierte Meinung zu bilden. In Hessen gibt es jetzt ein solches Gesetz, was so heißt, aber was eigentlich nur ein Witz ist. Und wenn das interessiert, kann ich gerne genauer fragen. Es hat wirklich sehr viele Lücken. Auch in Offenbach hätten wir sowas gerne, haben wir leider nicht. Mit Freiheit meinen wir umgekehrt, dass die Transparenz Halt macht vor dem mündigen Bürger. Die Individuen haben ihre Privatsphäre und die geht die Regierung dann nichts an. Man kann seine Meinung privat äußern und wir motivieren uns dagegen, ausspionieren zu gehen. Stichwort ist hier der Staatstrojaner. Leider plant unsere schwarz-grüne Landesregierung genau so etwas. Sie will ein Gesetz erlassen, mit dem es ermöglicht wird, auch privat die Handys und IT-Infrastruktur auszuspionieren von den Leuten. Auch auf Bundesebene wird sowas gewünscht. Witzigerweise ist die SPD in Hessen dagegen, aber die SPD im Bund dafür, die Grünen in Hessen dafür und die Grünen im Bund dagegen. Woher mag das wohl kommen? Also Freiheit heißt außerdem, dass Ressourcen, die Software
Open Source sein soll und nicht nur proprietär sein soll. Schließlich geht es um die KI. Also es wird infolge der vielen technischen Entwicklungen immer weniger Arbeit geben, aber immer mehr Wertschöpfung. Das heißt, immer weniger Leute haben einen Job, von dem sie profitieren, und immer weniger, mehr fallen vielleicht raus. Und die Gewinne daraus müssen gerecht verteilt werden, dass wirklich jeder da teilhat. Und deswegen sind wir für ein bedingungsloses Grundeinkommen, wo es viele Varianten gibt, wie es genau organisiert werden kann. Aber unser Prinzip ist Teilhabe aller an der Gesellschaft. Das betrifft also die Ökonomie, aber es betrifft auch die Demokratie. Wir wollen mehr direkt demokratisch verfahren, dass man nicht nur alle vier Jahre mal seine Stimme abgibt und dann ist es gut, sondern dass man ständig mit verschiedenen Mechanismen in Entscheidungen eingreifen kann. Wir wollen das Wahlrecht herabsetzen, denn wir sind der Ansicht, dass auch jüngere Leute als 14 Jahre schon mündig genug sind, um Politik zu beurteilen. Wir wollen in den Schulen viel stärker auf die Schüler auf die digitale Gesellschaft vorbereiten. Ich warte auf die 30 Sekunden. Gut, dann mache ich so lange weiter. Eine Minute. Okay. Also das heißt, in den Schulen soll mehr Medienkompetenz gelehrt werden. Es soll freie Software für alle geben, nicht nur für Schüler, sondern auch für Eltern, Nachhilfelehrer oder wen auch immer. Bessere IT-Ausstattung an Schulen, Open Data, freies Teilen von Musik, Filmen und anderen Kulturgütern, freier Zugang für Bildung für jedermann. 30 Sekunden. Dankeschön. Dann mache ich als Abschluss eine kurze Liste von weiteren Forderungen. Wir wollen den Verfassungsschutz abschaffen. Wir sind für die Netzneutralität, echten Breitbandausbau, gebührenfreie ganztägige Kita-Betreuung, mehr Inklusion, freie Software, habe ich schon gesagt, und Trennung von Staat und Religion. Und damit höre ich jetzt auf. Auf den Punkt, genau. Ja, die nächste Partei habe ich jetzt schon benannt. Die Partei. Hallo liebe Wählerinnen oder Wähler, oder kurz, hallo Stimmvieh. Mein Name ist Daniel Pfeiffer, ich bin Vorsitzender des Kreisverbands Offenbach, der Partei für Arbeit, Rechtsstaatlichkeit, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, oder kurz, die Partei. So wie ihr Direktkandidat für Rödermark, Heimburg und Willingenstadt. Die Partei wurde 2004 gegründet durch unseren größten Vorsitzenden aller Zeiten, Martin Sonneborn, der uns aktuell sehr gut in Brüssel vertritt. Wir sind eine sehr gute Partei und würden bis zur absoluten Mehrheit mit allen anderen demokratischen Parteien koalieren, außer der FDP, die schließlich eine Spaßpartei und nicht an eigentlicher Arbeit interessiert. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, wählt uns, die Partei, wir sind sehr gut. Vielen Dank. Okay, es geht also auch in 53 Sekunden. Aber man muss ja sagen, eigentlich eine humoristische Partei, aber sie sind die einzigen mit Anzug und Krawatte. Also. Und das trotz der Wärme. Aber vielleicht als nächstes, ganz andere Richtung, die Partei der Humanisten. Bitteschön. Annette Thunser, wir sind die Partei der Humanisten, der Landesverband Hessen heute vorne. Ich bin die Vorsitzende im Augenblick, sprechen wir eine kurze Einleitung. Unsere Grundthemen, wir sind freiheitlich, rational und wir sind empathisch. Das sind unsere Leitlinien für Politik, die euch unser Spitzenkandidat für die Landtagswahl Rüttger gleich vorstellen wird im Einzelnen. Und ich setze mich schon wieder hin. Wir sind nachher natürlich ansprechbar, das Leihe auslegen. Und ich wünsche einfach viel Spaß und vielen Dank für die Einladung. Und jetzt setze ich mich wieder. Ja, hallo, mein Name ist Rüttger Komes. Ich bin, wie ihr schon gehört habt, von der Partei der Humanisten. Unsere Partei ist 2014 gegründet worden in Berlin.
Wir sind eine Partei, die sich ganz deutlich Mitte-Links definiert, sozialliberal. Unser größtes Thema ist tatsächlich, und das auch ist unser Kernthema, was letztlich auch viele Leute in diese Partei gebracht hat, Säkularisierung. Säkularisierung bedeutet für uns ganz deutlich die Trennung von Staat und Kirche. Wir sind zwar formal natürlich ein Staat, der neutral ist, aber konkret ist es natürlich immer noch so, dass es aufgrund von Kirchenverträgen im Rahmen des Reichskonkordats 1933, das bis heute, die Verträge dauern bis heute an, sind nicht gekündigt worden, immer noch der Staat sowas macht wie Kirchensteuern erheben, dass sowas in Deutschland möglich ist wie zum Beispiel kirchliches Arbeitsrecht, wo wir uns ganz deutlich dagegen positionieren, oder auch tatsächlich sowas wie Religionsunterricht. Wir haben die Position, dass zum Beispiel Religionsunterricht durch einen verbindenden Ethikunterricht letztendlich abgelöst werden sollte, weil wir sagen, Ethikunterricht bringt die Leute zusammen, Religionsunterricht trennt. Unsere weiteren Themen sind zum Beispiel Wissenschaftsorientierung. Das bedeutet, alles, was mit Wissenschaft zu tun hat, ist bei uns an der richtigen Stelle. Ich glaube, im Verhältnis zu anderen kleinen Parteien, die es so gibt, haben wir sehr, sehr viele Wissenschaftler als Mitglieder. Deswegen ist der March for Science für uns auch eine Pflichtveranstaltung. Und da kann man uns auch immer wieder treffen, jedes Jahr. Ein Thema im Zusammenhang mit Wissenschaft ist zum Beispiel, dass wir eine viel stärkere Förderung der Grundlagenforschung möchten, die auch staatlich unterstützt werden sollte, viel deutlicher als bisher. Ein weiteres Thema ist, wo viele Parteien sehr unterschiedliche Positionen vertreten. Da haben wir im Zusammenhang mit Gentechnik, haben wir zum Beispiel die Position, dass wir Gentechnik deutlich fördern möchten. Weil wir sagen, das ist die Zukunftstechnologie und wir sagen, dass in dem Bereich unglaublich viele Innovationen möglich sind für die nächsten Jahrhunderte. Ein weiteres Thema von uns ist das bedingungslose Grundeinkommen, was wir auch deutlich unterstützen. Da sind wir ganz bei den Piraten, weil wir sagen, im Rahmen der digitalen Revolution wird es dermaßen große Veränderungen geben, dass wir schauen müssen, wie wir alle mitnehmen können. Jetzt muss ich mal auf meinen Spielzettel gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was wichtig wäre. Ah ja, genau. Ein Thema für uns ist natürlich Selbstbestimmung. Selbstbestimmung bis ans Lebensende. Das bedeutet für uns auch, dass wir sehr dafür kämpfen, dass die Sterbehilfe legalisiert wird. Ein weiteres Thema ist in dem Zusammenhang tatsächlich für uns auch noch, dass wir psychoaktive Substanzen freigeben möchten. Das heißt, keine Prohibition, die hat sich bisher nicht positiv ausgewirkt, sondern eine kontrollierte Abgabe. Ja, ich denke, das Wesentliche habe ich tatsächlich schon berichtet. Eine Minute. Oder? Ein Thema, was vielleicht uns noch deutlich links auch erscheinen lässt, was uns auch wichtig ist, ist zum Beispiel, dass wir, wenn es um Gesundheit geht, die Position vertreten, dass Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen nicht weiter privatisiert werden sollten, weil dadurch falsche Anreize entstehen, die zu Ungunsten der Patienten und Betroffenen gehen und zugunsten von Aktionären. Und da stehen wir auch deutlich dagegen. Ich denke, man merkt schon, da sind einige richtige Gegensätze. Ich bin sehr gespannt gleich auf das Speed-Dating, was natürlich auch bilateral stattfindet oder auch mit der Diskussion am Abschluss. Jetzt kommt die Partei der Gesundheitsforschung. Da ist auch jemand hier. Bin ich auch sehr interessiert. Bitte schön. Danke. Ja, einen schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Timo Meinusch und ich bin von der Partei für Gesundheitsforschung. Die Partei wurde 2015 gegründet und hat nun, also Stand 2017, 215 Mitglieder. Wir verfügen über 8 Landesverbände, unter anderem sind wir in Hessen auch vertreten. Die meisten Mitglieder haben wir in Bayern und in Berlin. Wir möchten, um unser Ziel, die Gesundheitsforschung zu verbreiten, 1% des Staatshaushaltes dafür investieren. Dabei
möchten wir die Hälfte davon, also 0,5%, investieren, um mehr Wissenschaftler auszubilden in den entsprechenden Bereichen und die andere Hälfte dafür, um mehr Forschungseinrichtungen zu erbauen, um damit die Alterskrankheiten in Angriff nehmen zu können. Zu den Alterskrankheiten zählen wir unter anderem Alzheimer, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krebs und noch viele weitere, sind ja bekannt. Und die möchten wir bekämpfen. Und das ist eben auch unser einziges Thema. Wir sind aber der Meinung, dass wir trotzdem regierungsfähig sind. Alleine können wir natürlich nicht regieren. Aber wir können und möchten regieren, und zwar in einer Koalition mit anderen demokratischen Parteien. Wir versprechen uns auch große Vorteile durch unser Programm. Vorteile für den Staat, aber auch Vorteile für jeden Einzelnen. Vorteile für den Staat, dadurch Gesundheit, wenn die Menschen gesund sind, ihr Leben lang, können die Menschen mehr arbeiten. Sie müssen weniger Zeit in Rente verbringen. Sie belasten die Rentenkasse weniger, aber gleichzeitig tragen sie mehr bei durch Rentenbeiträge. Aber auch jeder Einzelne von uns würde profitieren. Und zwar eben durch ein gesünderes Leben, durch ein längeres Leben. Und das wollen wir jedem Einzelnen, jedem Bürger ermöglichen. Und dafür stehen wir. Wir als Partei stehen für mehr Lebensqualität für alle. Danke. Reduziert auf ein Thema, aber auch spannend. Die nächste Partei ist eine sehr deutsche Partei, weil Deutschland hat meines Wissens in Europa den höchsten Anteil der Hauptzielgruppe. Die Mieterpartei. Bitte schön. So, ich bin von der Mieterpartei hier und wir haben sehr lange drüber nachgedacht, weil wir sehr viele Themen hatten, die uns am Herzen liegen. Und das ist auch der Einblick, den ich jetzt gerne hier auch geben möchte. Und das sind Themen, die wir überall im Leben begegnen. Egal, ob wir einkaufen gehen, ob wir zum Kiosk gehen, ob wir bei den Ämtern sitzen. Das sind Themen, die die Menschen bewegen. Und zwar die Menschen, die im Endeffekt zur Arbeit gehen, die wohnen müssen, die auch leben müssen. Und wie der Herr das vorhin richtig gesagt hat, es ist ein Thema, das in Deutschland sehr stark ist. Denn Deutschland hat den höchsten Anteil an Mietern. Und daher hat sich die Mieterpartei 2016 in Berlin gegründet, ist mittlerweile in Hessen und Baden-Württemberg noch vertreten. Und wir vertreten die soziale Politik im Endeffekt im mittleren Feld. Wir sind weder rechts noch sind wir links, obwohl mehr in die linke Richtung. Und uns geht es um die soziale Ungerechtigkeit, die sich hier immer wieder bei den Mieten und beim Wohnungsmarkt am besten widerspiegelt. Daher haben wir uns auch den Namen Mieterpartei gegeben. Das ist wie der Zusatz der Arbeiterpartei bei der SPD. Nur, dass wir das zu unserem Parteinamen gemacht haben. Und wir haben gemerkt, dass die etablierten Parteien uns einfach nicht vertreten. Wir haben gemerkt, große Koalitionen werden geschmiedet, es werden immer wieder neue große Bündnisse gemacht. Es ist egal, wie wir unser Wahlkreuz hin machen, es kommt immer dasselbe Ergebnis raus. Und wir haben gesagt, wir möchten Mut haben, hier was zu ändern. Auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, etwas zu verändern in der Welt. Und momentan steigen unsere Mieten so hoch an, dass die Stadtbevölkerung nach außen gedrängt wird. Die Leute im Umfeld merken es auch, weil mittlerweile auch dort die Mieten anziehen. Und dieses muss sich einfach langsam ändern. Und wir stehen für mehr Einkommen, für niedrigere Mieten, niedrigere Nebenkosten und auch für die Gerechtigkeit in unserem Sozialsystem. Und wir sind der Meinung, wenn es keine Opposition gibt, dann gibt es auch keine Demokratie.
Was ich sehr reizvoll hier finde, ist, hätten wir jetzt die etablierten Parteien hier, da würden die selbstsicheren Berufspolitiker, die man schon wirklich in den kleinen Ortsvereinen findet, erzählen und nach 5 Minuten hätte ich Probleme, die von der Bühne zu kriegen. Hier merkt man Engagierte, die es sichtlich überrascht, aber auch die stolz sind, hier auch mal sich präsentieren zu können. Das finde ich an Sie alle wirklich eine Sache, die ich finde sehr schön ist und auch ein Plus unserer Demokratie zeigt, dass es sowas nämlich gibt, diese Vielfalt und dieses Engagement. So, nach der Mieterpartei haben wir jetzt Annette, weil das ist ein die Feministinnen. Das persönliche Gespräch suchen, Infobroschüren verteilen, Wahlkampf mit bescheidenen Mitteln. Die Feministische Partei setzt sich für eine herrschafts- und gewaltfreie Gesellschaft ein und fordert mehr Frauen an die Macht. Damit Frauen endlich die Wahl haben und damit wir einen politischen Raum schaffen, in dem Frauen unabhängig von Männerinteressen ihre eigene Meinung und ihre eigenen politischen Ziele artikulieren können. Erreichen wollen Sie das, indem Sie typisch weibliche Bedürfnisse formulieren. Themen wie Selbstbestimmung und Gleichberechtigung sollen auf die politische Agenda. Das finde ich okay. Das ist viel zu wenig zu sagen. Die großen Parteien trauen sich nicht, das anzugreifen. Da kann es nicht schaden, wenn es auch mal eine kleinere Partei gibt, die da sagt, hört mal zu, hier gibt es ein paar Themen, die müssen angegangen werden. Frauen stark machen, dafür wirbt die Feministische Partei bei der Bundestagswahl. Okay. Ein kurzer Einspieler, aber Sie wollten auch gerne dabei sein. Als nächstes kommen jetzt die Violetten in Hessen. Was? Was ist die Neuen? Die Neuen waren die Feministen. Ach so. Sie sind die Violetten. Ich hatte jetzt jemanden in Violett auch erwartet. Deswegen ja, nicht erwartet. Sie sind für Überraschung gut. Ja. Sehr gut. Bitteschön. Zuerst mal vielen Dank für die freundliche Einladung zu diesem Basar Utopien. Tolle Veranstaltung bis jetzt, tolle Planung, vielen Dank. Mein Name ist Jochen Kallenbach, ich bin Landesvorsitzender der Partei der Violetten in Hessen. Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2018 in Hessen und erzähle Ihnen jetzt mal ein bisschen was über die Violetten und ihr Ziel. Wir haben... Tja, sehr gut. Das passiert, wenn man durcheinander ist. Da stimmt was nicht im Plan. Ah, ich habe die erste Seite aus Versehen für die zweite Karte. Ist okay. Geht weiter. Also, einige Stichpunkte zu den Violetten. Also, die Violetten sind am 6. Januar 2001 auf Bundesebene gegründet worden. Der Landesverband Hessen ist 2006 im Mai gegründet worden in Hessen, hat sich aber dann neu strukturiert, neu erfunden 2014 und steht bei diesem und hat zurzeit 80 Mitglieder, wobei wir sehr stolz sind, dass von diesen 80 Mitgliedern 30% aus der Pflege kommen, dazu dann mehr. Wir haben in 80 Mitglieder in Hessen und davon 30% Pflege aus dem Pflegebereich. Wir haben 2017 bei den Bundestagswahlen mit 6 Direktkandidaten teilgenommen. Wir waren sehr stolz auf unser Wahlergebnis hier aus dem Stand 0,3% mit unserem Spitzenkandidaten. Da hatten wir gar nicht mit gerechnet, also es war ein recht gutes Wahlergebnis, jedenfalls für die Violetten. Die Violetten haben als Kernthema natürlich, was sonst, die Pflege. Die Pflege ist ein kurzer Begriff, aber sehr wichtiges Zukunftsthema. Die Gesellschaft hat in der Pflege irgendwie den Kontakt verloren. Und ist das nicht richtig rübergekommen, was Pflege eigentlich ist. Und dafür stehen wir ein, das den Bürgern und den Hessen und den Wählern dieses Jahr bei den Landtagswahlen zu vermitteln. Die Violetten in Hessen wollen die politische Stimme werden für Pflegekräfte, für die Pflege. Wir haben jetzt festgestellt, dass also im Wiesbadener Landestag ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt mit diesem Deutschland, Entschuldigung, im Landtag keine einzige Pflegekraft vertreten ist.
Also dieses Thema wird dort gar nicht vertreten, es wird nicht aufgenommen. Es ist niemand da und es war noch nie jemand da. Also, und das werden wir als Violetten, das haben wir uns fest vorgenommen, ändern. Wir werden Pflegekräfte in den Landtag schicken. Das ist unser festes Ziel. Wir haben natürlich auch ein paar Sachen uns zu diesem Thema Pflegenotstand Gedanken darüber gemacht. Wir haben gesagt, wo können wir aus eigenen Mitteln diesen Pflegenotstand nicht bekämpfen, das wäre das falsche Wort, sondern wie können wir es beseitigen, dass der Pflegenotstand nicht mehr da ist, dass er von eigenen Quellen her Pflegekräfte aktiviert werden. Da haben wir folgende Vorschläge. Wir haben zum Beispiel, möchten wir das gerne in die Schulen reinbringen, das Thema Pflege. Ab der 8. Klasse, da sitzen die Berufsanfänger. Denen muss Pflege nahegebracht werden, damit sie sich für den Beruf auch entscheiden können. Den jungen Leuten ist es immer noch ein bisschen so, dass sie meinen, Pflege, Windel wechseln, nee, ist nicht. Also ich bin ja selber Pflegekraft. Es ist viel umfangreicher. Das müssen wir den jungen Leuten beibringen. Dann möchten wir gerne das hessische Ausbildungsgesetz ändern, das sich im Augenblick ein bisschen zu stark spezialisiert hat auf gute Realschüler und gute Abiturienten. Wir wollen aber auch mal daran erinnern, dass es auch Hauptschüler gibt, die auch die Möglichkeit haben müssen, in diesen Pflegeberuf wieder einzusteigen oder auch sich dort zu bewerben zu können und dann mit diesem Beruf auch ergreifen könnten. Wir wollen das hessische Heimgesetz ändern. Das ist mein Spezialthema. Das hessische Heimgesetz ist laut der Regierung in Hessen im Augenblick ein Gesetz, das der Förderung für alternative Wohngruppen dienen sollte. Das tut es nicht. Wir haben hier in Offenbach eine alternative Wohngruppe, das mit vielen Paragraphen bedonnert wird. Die Heimaufsicht steht dauernd da, macht Auflagen. Es geht nicht um den Menschen, es geht um das Gesetz oder die Richtlinie. Damit müssen wir leider sagen, dass dieses Thema verfehlt worden ist und wir wollen dieses Heimgesetz überarbeiten und vereinfachen. Natürlich haben wir dann auch das Thema mit den Löhnen bei der Pflege. Noch eine halbe Minute. Oh. Das wollen wir natürlich auch verändern. Das ist überhaupt kein Thema, das muss besser werden. Weitere Themen der Violetten sind natürlich die Bildungspolitik, die Altersarmut. Natürlich sind die Violetten auch für ein Grundeinkommen, beziehungsweise in Hessen spezifisch für eine Grundrente. Wir stehen heute hier als Violetten, weil wir bereit sind, mit den anderen Parteien Kontakt aufzunehmen, uns zu strukturieren, auszutauschen und freuen uns natürlich auch auf diesen Austausch, weil wir können eigentlich voneinander nur lernen und miteinander was erreichen. Die V-Partei hoch 3. Ja. Ja, erstmal vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, uns auch hier vorzustellen. Das war eine sehr, sehr tolle Idee. Und ich denke, für uns alle ist das eine neue Erfahrung, eine interessante Erfahrung. Und es ist auch interessant, jetzt so das andere alles kennenzulernen, wie viele Parteien es gibt und wie jeder so tickt und denkt. Also wir, die V-Partei, wir haben uns gegründet 2016. Im August 2016 in München war das, bei der Veggie World. Und wir sind vom Landesverband Hessen, den gibt es seit Januar 2017. Mein Name ist Alexandra. Ich bin Bernhard Kram. Ich bin der Generalsekretär hier im Landesverband Hessen. Und ich bin die Landesvorsitzende in Hessen. Also unser Name, V-Partei hoch 3, steht für Änderung, Vegetarier und Veganer. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass das das Einzige ist, womit wir uns beschäftigen, mit veganem oder vegetarischem Essen. Wir haben schon auch andere Themen und es ist, also ich denke mal, die meisten, die bei uns Mitglieder sind, wir haben derzeit so um die 1800 Mitglieder deutschlandweit, werden wahrscheinlich schon Vegetarier oder Veganer sein, aber es sind natürlich auch andere Leute herzlich willkommen, die darin die Zukunft sehen, die langfristige Zukunft in der Ernährung. Unsere Hauptanliegen sind Umweltschutz, Tierschutz, was ja miteinander verknüpft ist in der heutigen Zeit durch die Massentierhaltung und durch die Industrialisierung, wie mit Lebewesen umgegangen wird. Und ein anderes Thema ist natürlich auch, Deutschland ist der viertgrößte Waffenexporteur. Das heißt, wir nehmen Menschen die Existenzgrundlage und wir töten Menschen. Das Schlimmste, was ich persönlich empfinde, ist,
dass wir in Deutschland unser Geld hauptsächlich verdienen mit Massentierhaltung und mit der Waffenindustrie. Und das ist so, wo ich einfach sage, wir müssen den Weg ändern, wir müssen einen anderen Weg gehen. Und deswegen bin ich damals in die V-Partei eingetreten, weil sie die Werte für mich vertritt. Und ja, wir treten natürlich auch bei der Landtagswahl in Hessen an und waren letztes Jahr bei der Bundestagswahl dabei und hoffen, ja, dass wir noch viel, viel erreichen werden, auch gemeinsam. Genau, also für mich das allerwichtigste Thema ist ganz klar der Umweltschutz. Wenn wir uns die Welt jetzt angucken, wie sie ist, die Nord- und Südpol, das Eis schmilzt, wir werden Ende des Jahrhunderts werden wir 1,6 Meter unter Wasserpegel steigen in den Weltmeeren. Mit so wie wir jetzt im Moment leben, mit der Massentierhaltung, mit dem Leerfischen der Weltmeere, im Jahr 2048 werden die Weltmeere leergefischt sein, wenn wir weiterhin so viel Fisch konsumieren. Die Probleme, die wir jetzt mit der Massentierhaltung haben, die Massentierhaltung, wie sie jetzt existiert, seit ungefähr 25 Jahren, das ist ja eine neue Entwicklung. Wir müssen langsam begreifen, dass das so nicht weitergeht. Wir haben dadurch massive gesundheitliche Probleme. Das wurde hier schon angesprochen, da kann man forschen. Man kann das aber auch gleich verhindern, dass die Leute krank werden, indem sie sich gleich von vornherein gesund ernähren. Das spricht auf Fleisch und Milch verzichten, auf Fisch und Eier verzichten. Das klingt jetzt wie ein Verzicht, ist aber gar kein Verzicht, weil es gibt pflanzlichen Ersatz, alle Proteine. Mir wurde auch ein Leben lang erzählt, mein Arzt hat mir erzählt, ich müsste Fleisch essen. Es ist nicht so. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren Veganer und mir geht es prächtig, meine Blutwerte sind besser als vorher. Ich bin viel fitter und viel gesünder als früher. Das Problem, das ist auch mit einem Teil des Problems, das heutige Medizinstudium sieht so aus, die lernen alles, nur über Ernährung lernen die Mediziner leider nichts. Also das ist mit einem Punkt auch unseres Parteiprogramms. Wir fordern, dass im Medizinstudium Ernährung als ganz wichtiges Fach mit aufgenommen wird. Sehr wichtig ist mir auch, oder ist uns als Partei auch, dass in den Schulen Ernährung ein Schulfach wird. Was haben wir davon? Wir haben gesundere Bürger, wir haben weniger, das wurde ja auch schon angesprochen, weniger Kosten im Gesundheitswesen. Und ein ganz berühmtes Zitat, solange wir Schlachthöfe haben, werden wir auch Schlachtfelder haben. Damit kriegen wir jetzt die Kurve. Wenn wir es schaffen, dass wir nicht mehr die Tiere töten, um sie industriell töten oder überhaupt töten, um das dann zu essen, werden wir auch eine friedvollere Welt haben. Und in diesem Sinne wünsche ich uns eine friedvollere Welt, eine gesündere Ernährung und laden Sie herzlich ein, in der V-Partei Mitglied zu werden. Viele Themen, wo wir, glaube ich, alle nicken und sagen, ja, viele Themen aber auch sehr strittig, streitbar. Oder die Tierschutzpartei. Mitglied in der Tierschutzpartei und im 6. November im Landesvorstand Hessen. Warum stehe ich heute hier? Ich stehe heute hier, um meine Geschichte zu erzählen. Ich wuchs in den 70er Jahren auf. Meine Mutter war eine großartige Köchin. Wir kauften unser Fleisch in dem amerikanischen Supermarkt ein. Meine Mutter liebte den Fleischverkäufer, der ihr immer versprach, ihr die besten Steaks zu verkaufen. Das Fleisch kam aus dem Markt. Das war alles, was ich als Kind über Fleisch erfuhr. Als ich heranwuchs, hatte ich eine Freundin. Ihr Vater war Metzger und schlachtete selbst. Eines Tages nahm sie mich mit, um mir zu zeigen, wie ihr Vater ein Schussgerät tötete. Ja, ich wuchs auf dem Land auf. Unsere Milch bekamen wir vom Bauern. Unsere Mutter schickte uns jeden Tag mit einer Milchkanne los. Ich liebte es, in den Stall zu gehen, den Geruch von Heu und Gülle. Die Milchkühe hatten alle Namen. Sie waren angekettet und standen auf nacktem Beton. Sie freuten sich, wenn ich ihre feuchten Nasen streichelte. Doch noch immer begriff ich nicht. Erst als wir jedes Jahr nach Bayern fuhren und ich Kühe ohne Zäune auf der Weide sah, bekam ich ein Gefühl für die Unterschiede. Doch wie sollte ich als Kind das begreifen? Meine Mutter klärte mich nie auf. Wir hatten Hühner und Enten. Die Hühner legten die Eier und die Enten wurden geschlachtet.
Aber sie hatten es gut bei uns. Sie pickten im Sand und sonnten sich auf der Wiese. Ich war immer bemüht, all unsere Haus- und Nutztiere, und es waren viele, gut zu behandeln. Ich liebte Tiere über alles. Trotz allem wusste ich nicht, wo das Fleisch herkam. Es dauerte weitere 15 Jahre, bis ich begriff. Und noch weitere 20 Jahre, bis ich Vegetarier wurde. 50 Jahre Masttierhaltung, über 300 Millionen Tiere, gefoltert, verstümmelt, gequält und getötet. Ich verurteile niemanden, der Fleisch isst, aber ich verurteile die Politik, die sich über jede Werte hinwegsetzt. Unser Volk, unseren Boden, unser Wasser wissentlich vergiftet. Ich bin dieser Partei beigetreten, weil ich der festen Überzeugung bin, dass unser Weg der richtige ist. Dafür kämpfe ich und ich werde nicht aufhören, Menschen aufzuklären. Ich werde nicht aufhören, bis sich die Gesetze ändern. Ich werde nicht aufhören, für eine saubere Luft, sauberes Wasser und gesundes Essen zu kämpfen. Und ich werde nicht aufhören, bis das Tier nicht mehr als Objekt angesehen wird. Eine beeindruckende Rede. Darf ich eine Nachfrage ausnahmsweise stellen? Ich habe euch jetzt als Tierschutzpartei vorgestellt, aber auf dem T-Shirt steht was anderes. Was ist der richtige Name? Also Tierschutzpartei ist die Abkürzung eigentlich, unter der wir auch bekannt sind, aber es ist Mensch, Umwelt, Tierschutz. Partei für Mensch, Umwelt, Tierschutz. Ja. Dankeschön. Ja, alles klar. Ja, und als letzte Gruppe hier zur Vorstellung kommt jetzt Demokratie in Bewegung. Er bewegt sich schon nicht mehr. Ja, hallo liebe Politikinteressierte, schön, dass wir uns hier zusammenfinden konnten, auch wenn das Wetter so wunderschön ist. Mein Name ist Colin und ich komme für Demokratie in Bewegung. Und für uns ist es wichtig, dass das Wie im Vordergrund steht und nicht nur das Was in der Politik. Das heißt, wir wollen die Art, wie Politik gemacht wird und wie die Menschen an Politik teilhaben, verändern. Da ist es einfach unsere Überzeugung, dass das wirklich ein Grundproblem ist in der aktuellen Politik, dass die etablierten Parteien nicht wirklich mehr den Wähler erreichen und umgekehrt, und dass Politik sich auf einer anderen Sphäre bewegt sozusagen, als eigentlich die normalen Nöte und Belangen der normalen Bürger. Ja. Das ist für uns dieses Wie. Wie wir das dann auch machen, das ist, dazu haben wir ein Konzept, und zwar orientiert an den Bürgerinitiativplattformen, die es gibt. Vielleicht kennen Sie Change.org oder AWAS als größere Plattformen. Wir haben uns dieses Prinzip zu Herzen genommen und haben das in unsere Partei zur Erstellung des Programms als Grundlage genommen. Das heißt, jeder kann einen Inhalt einbringen, der ihm am Herzen liegt, im Optimalfall, von dem er auch ein umfangreiches Verständnis hat, geht dann in den Diskurs mit den anderen Menschen, die sich innerhalb der Partei, aber auch Interessierte, die sich gerne einbringen wollen für bestimmte Themen, und daraufhin filtert sich ein konkreter Plan hinaus, der dann in eine politische Position formuliert wird, gegossen wird und sich dann in unserem Parteiprogramm wiederfindet. Dazu werden diese Initiativen auf unsere Grundwerte überprüft. Und das ist auch ein Pfeiler. Das ist zum einen Demokratie und Transparenz. Also diese Initiative darf das dann nicht einschränken, sollte das abbilden. Das ist zum anderen Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Des Weiteren Zukunftsorientiertheit und Nachhaltigkeit sowie Weltoffenheit und Vielfalt. Diese Kriterien werden bei uns durch ein kleineres Gremium im Prinzip überprüft. Wenn etwas dagegen spricht und man sich nicht einigen kann, wird innerhalb der Partei und der Leute, die sich engagieren, also auch Nicht-Parteimitglieder, wird gelost, und diese entscheiden darüber, ob die Initiative den Werten entspricht oder auch nicht. So wollen wir verhindern, dass sehr extreme Meinungen, Dinge, die gegen die Demokratie, die gegen Weltoffenheit stehen, nicht Einzug in unser Parteiprogramm finden können.
Was wir dazu schon machen, ist eben genau dieses Prinzip zu leben. Wir haben dazu ein digitales Forum. Wir übertragen das auf unsere Treffen, die wir überwiegend momentan in Berlin und in NRW sowie in Baden-Württemberg schon haben, wo wirklich Beitreffen, Initiativen entwickelt werden und weiterentwickelt werden. Wir haben eine progressive Koalition gestartet, in der wir versuchen, möglichst viele Parteien und Interessenverbände, die diese Werte auch vertreten, zu bündeln und gemeinsam Positionen zu formulieren und in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Und wir arbeiten an neuen innovativen Konzepten zur Beteiligung von Bürgern, da viele Themen auch sehr komplex sind, wo man sich nicht mehr einfach zusammenfinden kann, sondern wo man erstmal einen grundsätzlichen Überblick über ein Thema bekommen muss, durch verschiedene Experten aus möglichst allen Richtungen, also einen sehr weiten Blick zu bekommen und dann gemeinsam zu entscheiden. Dazu haben wir Kooperationen mit dem Bürgerentscheid durch Planungszelle, die auch seit über 25 Jahren an politischer Partizipation und solchen Konstrukten arbeiten, gerade für sehr schwierige Fragen. Und wir haben das systemische Konsensieren, das heißt Abstimmungsverfahren nach Widerständen, anders als über Ja oder Nein, weil dadurch andere Ergebnisse rauskommen. Genau, wer sich dafür weiter interessiert, wer auch an solchen Koalitionen interessiert ist, der kann mich gerne ansprechen, der kann gerne auch unsere Internetseite besuchen und vorne sich einen Flyer mitnehmen. Ich bin Colin Greb für Demokratie in Bewegung. Freut mich, dass ich hier sein kann.